Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute gibt es wieder mal ein Community hat gefragt. Ich weiß nicht ganz, ob man es so nennen kann, aber es geht darum, dass ich einen Kommentar bekommen habe vor 4 Monaten. Das war gerade, wie ich quasi in meinen Krankenstand betreten habe und dann habe ich das Video noch nicht gemacht. Es ist von, also das Kommentar ist von Armen Repins. Ich lese es erstmal vor, dann gebe ich meinen Kommentar dazu ab. Diese kranke Phase kann schlimm sein, solange man noch zu verwirrt ist und so weiter. Standard bei Schizophrenie. Wenn man Stimmen hört, denkt man sehr lange, das muss etwas Reales bzw. Echtes sein, was man sich nicht einbilden kann. Ich habe die 4 Stimmen gehört und egal was alle behaupteten haben, ich war überzeugt, dass es nicht alles nur in meinem Kopf ist, weil die 2 männlichen und 2 weiblichen Stimmen in verschiedenen Persönlichkeiten und verschiedenen Humor und so weiter waren. Ja, das habe ich persönlich auch gehört. Ich habe mehrere Stimmen gehört. Ich habe quasi unendlich viele Götter gehört. Das erzähle ich euch einmal in einem anderen Video, wenn es euch interessiert. Schreibt es einfach in die Kommentare. Auf jeden Fall habe ich auch Aliens gehört und alle verschieden, jeder hat einen eigenen Charakter gehabt, irgendwie, und wie schon da vorgelesen, einen eigenen Humor. Jetzt habe ich es weggedrückt. Auf jeden Fall, das ist ziemlich individuell. Ich meine, so ein Gehirn, man hat schon ohne Schizophrenie eine riesen Vorstellungskraft. Und dann, wenn das Gehirn weiter fantasiert durch die Krankheit, durch Dopaminüberschüsse und so, ich lese mal weiter. Und diese Stimmen können all deine Gedanken hören und die können dann nonstop mitreden und die können dich so paranoid machen, dass du sie für mächtig hältst und dein Charakter ändert sich automatisch, weil du dich beobachtet fühlst und manchmal deine Umgebung durch Ablenkungen nicht ganz wahrnimmst und manchmal erschrecken oder überzeugen oder überreden dich so krass für eine Sache, bei der du dann deswegen das Gefühl bekommst, das unbedingt durchziehen zu müssen. Das kann ich zu 100% bestätigen, wie zum Beispiel in einem Jitsu Storytime Video, wie ich das Kaldas-Auto von meiner Mutter gestohlen habe und einen Unfall gebaut habe. Schaut euch das Video an, ist in der Playlist Jitsu Storytime. Okay, weiter geht's. Ich habe sehr lange Stimmen gehört, jahrelang, 24 Stunden am Tag, und irgendwann habe ich verstanden, es sind die Traumwesen bzw. die Menschen, das ist interessant, mit denen wir reden, wenn wir träumen, und ich glaube, medikamentöse Behandlung bringt nichts, weil alles nur auf Theorie basiert, diese Psychopharmaka-Scheiße. Das würde ich nicht sagen, aber ich gehe einmal das durch und dann werde ich das beantworten. Aber da kommt eigentlich ein extra Video am Montag über Psychopharmaka, Neuroleptika, werde ich am Montag 18 Uhr hochladen, und meiner Meinung nach ist wichtig, aber das setzt dann am Montag. Patienten sind wie Versuchskaninchen. Wenn man neu in der Klapse ist, bekommt man so viele Medikamente, dass man anfangs zum Zombie wird. Dann reduzieren die das und sagen, sie sehen eine Verbesserung, aber die Verbesserung ist oft noch fast der Zustand, bevor man Zombie war. Und gleichzeitig diese vergangene Zeit, in der man lernt, besser zu realisieren, was logisch ist, das wird auch ohne Pillenklappen. Das habe ich auch geglaubt, dass das alles ohne Pillen klappt. Ist einen Monat gut gegangen, wie ich richtig fit war, habe keine Drogen genommen. Und dann habe ich einen meiner ärgsten Schübe gehabt, da werde ich euch nochmal in Jitsu Storytime, wenn wir so weit sind, erzählen. Und jo, also ich nehme auf jeden Fall die Medikamente, ich werde es nie wieder absetzen, außer wenn ich wirklich gesund bin und keine Halluzinationen mehr habe oder Pseudo-Halluzinationen. Aber ja, jeder wie er glaubt, ich finde es halt besser, was ich in 4 Jahren Schizophrenie mitgekriegt habe. Ich glaube, die echte Theorie, die Sinn ergibt für meine paranoide Schizophrenie mit Stimmen hören, ist, die ich mir selbst einreden konnte. Ja, das ist das Hauptproblem fast bei einer Schizophrenie, dass man sich alles selber einredet. Ich meine, das kommt alles aus seinem Gehirn, ich glaube es auch manchmal nicht, aber irgendwo funktioniert das. Also funktioniert er nicht, wenn man es genau nimmt. Sorry. Okay. Wo war ich? Paranoid-Schizophrenie mit Stimmen hören. Ist die mir selbst, okay, das haben wir schon gehabt. Und zwar hört man Leute oft auch Bekannte, aber es sind dieselben Leute wie im Traum. Das kann ich nicht bestätigen, ehrlich gesagt. Sorry. Aber wenn es dir so vorkommt, kann sein, aber ich hätte in den letzten Jahren nichts mitbekommen davon. Das bedeutet,
das Gehirn ist irgendwie mit einer Fehlfunktion aufgewacht und man muss vielleicht Medikamente finden, die unsere Träume im Schlaf total ausschalten bzw. weglassen können. Das wird es nicht geben. Ich finde grundsätzlich an Schizophrenie wieder nicht so geforscht, weil es hat 1% der Menschheit. Das ist einfach nicht das Interesse da, dass man da immer weiter genauer forscht. Ich meine, es wird geforscht, aber nicht so, wie es gut wäre. Weil es einfach eine seltene Krankheit ist. Und jo, ich. Aber wie schon gesagt, das Medikamentenvideo kommt am Montag, den Montag. Freut euch drauf. Okay, okay. Ich vergiss immer, wo ich war, Digga. Ich muss meinen Finger besser nutzen. Wenn man dann solche Medikamente nehmen würde gegen Stimmen, würde es den Leuten vielleicht mehr bringen als die Theorie, dass Halluzinationen durch Dopaminüberschuss auftauchen, weil unsere Synapsen nicht alle Dopamin mehr aufnehmen können, aber soweit ich weiß, ist Dopamin eigentlich auch ein Glückshormon. Da habe ich noch nichts davon gehört. Serotonin ist auf jeden Fall ein Glückshormon, Dopamin ist eher für den Antrieb da, glaube ich. Man sollte mich nicht zum Zombie machen mit Psychopharmaka, sondern eher einen Weg finden, die Traumwahrnehmung im wachen Zustand ausschalten und so. Steht da noch irgendwo was? Ja, ich habe mit der Traumtheorie stimme ich da leider nicht zu, vielleicht ist es für dich stimmig, aber es könnte auch für dich stimmig sein, weil es das dasselbe eingeredet hat. Ich habe mir in der Schizophrenie eingeredet, ich bin nicht intelligent, obwohl ich bin überdurchschnittlich intelligent, auch wenn mein Deutsch manchmal so ein bisschen blöd ist, aber ja, okay, ich habe versucht so gut zu beantworten. Ich hoffe, alles passt, ich hoffe, ich habe dich mit der Videoantwort zufriedenstellen können. Amen, Repins. Und ja, falls du irgendwelche Fragen hast oder ein anderes Video, falls ich irgendwo genauer reingehen soll, schreib das einfach du oder Community einfach unten in die Kommentare. Und jo, ich freue mich über jedes Kommentar. Und ich versuche, wenn ich wirklich einmal eins vergisst, dann schreibt es einfach oben drunter, dass ich eine neue Benachrichtigung kriege. Normalerweise tue ich jedes Kommentar beantworten und wenn nicht, das war jetzt auch schon ein älteres Kommentar, da hat mich meine Mutter darauf hingewiesen, dass das noch nicht beantwortet ist, weil ich am Krankenstand war, quasi wegen einem Fuß, also YouTube-Krankenstand. Und jo, auf jeden Fall, jo, ich wünsche euch alles Gute, schönes Wochenende, peace out, Freunde.